Boom. Boom, boom. Das Problem ist nun mal, dass auch die, ja, die, dass wir Probleme gegen Panzer und Fahrzeuge haben, beziehungsweise schwere Fahrzeuge, weil da richten meine Granaten nichts aus. Feuer, geh aus. Kann sein, es wäre noch. Ist auch scheiße, wenn ich noch Dings mitnehme. Was denn? Antitank. Ein bisschen schwer, glaube ich. Ja, Wobei, okay, steht. das ist nicht Eis, du kannst ja tragen, Ja, wie du deswegen. willst. Hallo, Bot. Kann man die KI irgendwie rauskicken? Die KI Ja, nee, die rauskicken. KI fliegt uns im Heli dann Das ja, zum das Ziel. lieber. Ja, das Und lieber. wenn du die rausschießt, dann ist die Mission zu Ende. Wenn Soll ich jetzt einen man die Antitank KI mitnehmen oder rausschießt, dann nicht? wird die aggro und wenn noch ein KI-Typ kommt, dann schießt die auf dich. Ist immer ganz Willst du lustig. nicht irgendein leichtes Schassengewehr holen? Ich meine. Was? Ja, ich kann mit der AS-15 am besten Achso, schießen, ich dachte, du redest zweimal. mit Ja, mir. dann. Okay. Also nimm auch die Field. Ja, Hab mit ich der auch bin ich auch sitzen. nicht schlecht. Fliegen wir überhaupt beim Heli oder steht er einfach nur zu Deko da? Ja. Wir fliegen damit zum Dings. Ja, ich kann ja dann keine Muni mitnehmen. Das ist ja auch scheiße. Wenn ich Smaller nehme. Arizona, Arizona. Kann auch erst more Munition mitnehmen? Oder Achso, ja, MG-Munition, das ist auch noch wichtig. Ja, dann. MG habe ich 4, 5 Gurte. Trommelmagazine, Oder? richtig? Also diese MG-36 Magazine. Ja, mit 100 Schuss. Sag mal, eine Frage. Warum dreht diese KI hier an dem Gummi von dem Reifen irgendwas? Also warum dreht die daran? Weil der am Rad dreht. Hallo? Bam. Was soll das? Ich pack mal bei mir noch zwei MG36 Magazine rein. Nur für den Fall. Ganze zwei. Werden 200 Schuss. Das ist viel zu wenig. Call of Duty Kids brauchen 25, also brauchen wir auch mindestens 25. Die laden auch nach und da ist ein volles Magazin drin. Ja. Du lädst hier nach und hast kein volles Magazin drin. Die hatten alle Sex mit meiner Mutter. Ja. Mit deiner. Die hatten alle Sex mit jeder Mutter vom Gamer, also. Das Ich finde ist das so Magazin nicht. eklig. Ja klar, weil Warum das. geht mein dieses komische Ding da an der Seite nicht weg? Fail. Negativ. Negative. Der wird's Finden besser Sie werden. nicht. Finden Sie nicht. Ich finde ein Nee, Magazin nicht, dann leckt mich am Arsch, dann nehme ich einfach G36 mit. So, das war's. Wenn du eine Waffe brauchst, dann bring irgendeinen Pimmel um, irgend so einen hey, man. Terroristen. Und jetzt hab ich den scheiß Heli-Mann mehr zu tun. Auf Bin und schon wieder davon. Ich angepisst, will right in fliegen, ich bin der back. beste Pilot von uns allen. Ja, du mich auch. So, was machen wir zuerst? Machen wir Jetzt. zuerst irgendeine Position? Ja, ich mach das ganz oben. So. Wohin geht's? Kennex, da ist so ein Rucksack drauf? Ja. Sehe gar keinen. So. Ja, weil ich im Heli sitze. Also. Ich dachte Pilot Armband. ist. Das ist Nummer 2 Pilot oder wer ist Nee, Pilot? Pilot ist KI. Du kannst, glaube ich, übers Mausrad sagen, dass er losfliegen soll. Ah, nee, er fliegt von Get alleine out los. und eject habe ich hier. Warte, Ja, ich geh mal. hebt schon ab. Oh, ja, da check ich mir wieder ein. Kann man nicht von hier aus runterschießen? Oder geht das nur mit Mods? Geht nur mit Mods. Das geht nur mit Mods. Sehr lame. Believe I can fly. I I believe I can believe I touch the touch the sky. sky. Touch the Boden. Ja, Ja, den Boden bei kannst du der nachher dann. KI würde es wahrscheinlicher sein, dass wir auf dem Boden aufkrachen als andere, aber gut. Warum haben wir Alor nicht fliegen lassen? Was zum Fick? Kommt da nochmal so eine Cutscene? Nein. Tove of was auch immer. Keine Let's Ahnung. blow some shit up. Die Erinnere mich an Musik ist dieses. cool. Ich hab keine. Ja, jetzt habe ich eine Cutscene. Du hast keine bekommen? Ich ahne Schreckliches. Ach, Ich ist das wette dir, schön wir werden noch bewogen. mitten in der Cutscene abgeschossen und stürzen ab. Wie in Call of Duty. Wie in Und Call of überleben Duty. es dann. Ja, natürlich. Also wir Wie? überleben es, die Boss nicht.
Nee, damit es dramatischer wird, stirbt einer von uns, aber kommt mitten im Spielgeschehen dann doch wieder lebend, weil irgendein Superbösewicht ihn geklont hat und ihn jetzt für seine Zwecke missbraucht. Und dann kommt die Qual der Wahl: Erschießen wir diesen bösen Klon oder lassen wir ihn am Leben und für uns arbeiten? Die Entscheidungsfreiheit. Das Problem ist, wenn wir ihn am Leben lassen, erschießt ihn der KI. Und wenn wir ihn umbringen, bringen wir ihn um. Habt ihr Splinter Cell Conviction mal durchgespielt? Nope. So, da ist der gleiche Drop-Off, wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind gleich bei Drop-Off, wir sind gleich bei Drop-Off, wir sind gleich bei Drop-Off. Wenn ihr bei Splinter Cell Conviction das Spiel durchspielt, habt ihr am Ende eine Entscheidung. Tötet ihr den Superbösewicht oder lasst ihr am Leben? Wenn ihr am Leben lasst, kommt eine KI rein und erschießt ihn. Wow. Entscheidungsfreiheit. Das sind Entscheidungen in heutigen Spielen. Demokratie pur. Eine Bit. In einer 1. Einser und Nuller. Soll ich runterspringen? Kennox, wie hast du dich bei Assassin's Creed entschieden? Was? Wie hast du dich bei Assassin's Creed entschieden am Ende? Weiß ich nicht mehr. Es ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Stop spoilering! So, get OUT, bitte. Waffen laden und sichern. Apropos laden und sichern, kann man hier überhaupt ohne Ace die Waffe sichern? Nein, kann man nicht. Dann ist das schon mal scheiße. Meine Güte. Alles, was nicht Ace ist, ist scheiße. Wo ja. Müssen wir überhaupt hin? Wo ist was? Wo sind wir? Wir müssen nach Nordwest. So, ich spuck mal hier durch meinen Rangefinder. Ich habe einen Rangefinder. Ist diese schwarze Zone auf der Karte ein Bad Boys Center? Was ist eine schwarze Zone? Da ist irgendwas schwarz auf der Karte. Also, ja, ich denke schon. Das sind die Bad Boys. Und das hier ist zum Glück außerhalb von der schwarzen Zone. Darum würde ich mal sagen, wir geben uns auf den Heslonberg direkt raus, so Nord-Nord-West. Schützenreihe, standardmäßig nicht. Zuerst meine Wenigkeit, danach MG, danach der Medic und zuletzt der andere. Der andere? Der Sniper, meinst du? Genau, der Sniper, ne? Und immer wieder 5 bis 10 Meter Abstand lassen, dass, falls wir mit Schuss beraten, nicht alle bei einer Salve am Arsch sind. Aber Sir, was sind 5 Meter? Wie bitte? Ich kenn nur Fuß. Was sind 5 Meter ein Fuß? Ich bin aus England. Gib dir gleich einen Kopfschuss, ja, ich hab schon anvisiert, also Alter. Pass auf, mein Guter. Triffst bei dem Lag doch eh nicht, ich hab viel zu schlechtes Internet dafür. Ja, jetzt bewegt euch den Arsch hier. Okay, los MG. Wo ist das MG? MG, komm. Komm her. Kann ich hier? Ja, Entschuldigung. Komm her. Komm her. Ich komm nur. Ja. Wunderprächtig. Laufen. Aber auf einen Kontakt, ganz laut schreien, damit ich es Bescheid weiß. Ich sehe komische Menschen vor mir, da stehen 2 Leute. So, von Die rennen den Berg runter, wie ich. Links von uns ist ein Dörr. Und da sehe ich nichts. Rechts von uns ist ein Haus. Ich sehe dort auch nichts. Okay. Das kann ich geguckt. Ich hab vergessen, so, ne? Eigensicherung, ne? Ist wichtig. Eigensicherung geht vor, ne? Ja, voll zwecklos. Naja. Wenigstens haben wir es geschafft, mal nicht auf der Sonnenseite des Berges runterzulaufen. Gute KI, hat dran gedacht. Wie spät ist denn gleich? Es ist nicht mal 20 vor 6. Also ich würde jetzt noch pennen. Nicht, wenn du beim Bund bist. Ja, das stimmt. Da werde ich inzwischen mein Frühstück. Oder beim Rasieren. Je nachdem. Nee, ich werde mein Frühstück. Rasieren kommt so. Sechs. Ja, trockener Cornflakes. Weil ich will keine Milch trinken, weil dann werde ich total verschleimt und so. Ne? So, wir sind schon auf dem Berg. Wann genau, das ist das, was meine Zuschauer interessiert. Wann wird Arian verschleimt? Du hast Zuschauer? Du hast Zuschauer. Nach dem Video keine mehr. So. Unser Ziel liegt nordwestlich von Eier, ne? Und darum schmeißen wir uns jetzt mal einfach so in den Dreck. Oh. Na? Hey, Scharfschütze, komm mal her. Guck mal nach da ich unten. Talk hier. Oh ja, da ist einer und der morst irgendwas. Also ich habe noch nie dieses Morse-Alphabet richtig gelernt, aber ich glaube der morst scheiße, da sind Arschlöcher auf dem Berg. Seht ihr den Typen da unten, der morst? Du meinst der Typ, der so flackert?
Ja, das ist der Morse doch, der steht da in so einer scheiß Lampe. Oh, der hat mich gerade angeschaut. Die blendet uns auch. Ja, die blendet ein bisschen. Fein voraus. Haben die uns gesehen? Tut uns, ey. Läuft zumindest. Ja, wie, er läuft. Ja, er läuft, der Sender krank wird. Meinst du, die Penner patrouillieren? Nee, ja, behindert. So, das Ding ist, wir haben ja voll keine Deckung, ne? Quatsch, wir haben Büsche. Ja, die Büsche, die halten sehr viel aus, so, ne? Also, wenn man nach Hollywood-Filmen geht, dann schon. Querschläger durch ein Blatt abgelenkt. So, ja, haltet die Penner mal im Auge. Wenn die rumlaufen wie ein paar Assis, dann sagt Bescheid. Also auch richtig schnell laufen, wenn sie halt zeigen, dass sie uns gesehen haben. Ansonsten im Dorf sind Patrouillen, da sind Fahrzeuge, da ist ein scheiß Jeep, aber den Typen kann man ja rausschießen, hat ja nix. Der morst immer noch. Liest wahrscheinlich gerade Harry Potter. Wir brauchen irgendeine verdammte enge Deckung, brauchen wir. Ansonsten, ja, wir sind hier auf dem Präsentierteller. In der Stadt sind auch Viecher. Ich habe da gerade geguckt, da fährt ein Jeep, da patrouillieren Penner und alles scheiße. Ja, aber wenn wir... Puh. Was sind eigentlich unsere Aufgaben? Aktuell müssen wir an diese Position, die wir da unten sehen, wo der Typ Morst, einnehmen, wie ich das richtig sehe. Ach, der möchte uns nur sagen, hallo, hier. Genau. Und danach müssen wir einen Katzei umbringen. Und danach müssen wir das Gatt-Stellung zerstören. Ich würde nicht so weit vorausplanen, ich denke, die Mission 1 scheitert. Denke ich auch. Wo kommt der Jeep her? Stand der Jeep schon da vorne? Also, gerade eben. Der Jeep, der auf 645 Meter Wellenfern ist und jetzt wegfährt? Nein, der auf 313 Meter. Ja, das ist ja kaum nah. Und da sind noch Bikes da, also da sind schöne Fahrzeuge. Also. Klingt gut. Du meinst, als wenn wir die Stellung eingenommen haben, können wir so eine kleine Bike-Tour hier durchmachen. Aber es sind nur zwei, da müssen zwei laufen. Oh, GTA-Style. ich würde sagen, wir kommen von Westen bei... also wir gehen jetzt Richtung Westen und kommen dann bei den Typen von Süden. Da haben wir immer ein paar Hügel als Deckung. Das ist mehr als... Aber als im hier. Westen laufen auch Leute, ne? Siehst du echt? Schon, ne? Ja. Wo? Oh. Hab gerade welche gesehen, die laufen da unten an den Büschen da hinten. Sind nur welche gelaufen. Ah, du stehst mir im Weg! Wo bist du überhaupt? Oh, da. Der hinterste. Das ist da ganz hinten. Hat da gerade irgendjemanden rumhüpfen sehen? Ich habe ein Videobeweis. Ich werde mit dir auf dem Video sieht man wieder niemanden. Aber ich bin. Also richtig, ist das auf dem Westen? Also. Würde ich ja jetzt gerne in die Richtung doch, schießen, da, aber dann wissen die das Baum, hinter dem Baum ist einer. Welcher Baum? Der patrouilliert da rum. Wie viele Bäume gibt es hier? Ich sehe nur einen. Drück mal K und sag mir dann, wie viel Grad. Ja, wie viel Grad geht bei den Westen? Ziemlich genau Westen. Etwas bisschen über Westen. Westen. Ich kann die Gradzahl nicht lesen bei dieser Auflösung. Boah, kann er mal aufhören, mich anzuleuchten jetzt hier, der Nerv? der da unten, jetzt läuft, der läuft an der Basis gleich vorbei. Unten im Gebüsch, ungefähr 245 Meter entfernt. 40. 290 Grad. Westen. Ich sehe da keinen. Ey, das ist inzwischen schon weiter runtergelaufen. Na, ich kann den Kompass nicht richtig lesen. Guck mal, wo in welche Richtung ich schaue. Der kommt auf uns zu, gerade. Der läuft da gerade unten an der Hügelkuppe dann. Ist jetzt gerade verschwunden. Ach, das ist der Scharfschütze. Wo bist du? Ah, du bist der Medic hier mit diesem Viereck da. Der hier, hallo, der dann seinen Kopf umdrehen will. Doch. Ja, da, der mit 36, der mit der Kulaffe. Ja, und da in die Richtung, der ist jetzt aber gerade hinter den Hügel, denke ich mal, verschwunden. Ja, dann kommt mal mit, dann gehen wir halt trotzdem von der Seite. Ich wollte dir nur ist, sagen. Ja, das ist, komm runter. Und bitte immer schön unten bleiben, weil dann bemerken die uns nicht, ne? Die sind nicht blöd. Was mich irgendwie irritiert, ist, dass jeder Grashalm bei mir ab und zu blinkt. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ich kenne keine Grashalme, die in Wirklichkeit blinken. Also wir haben da unten eine Masse an Gegnern, die wir bewältigen können. Aber ich glaube, die vermehren sich in Kürze. Meinst irgendwie so Zeltteile. Wow. Beschuss? Da ist einer. Nee. Oh, er hat uns entdeckt. 340. Was ist tot. Irgendjemand verletzt? Ja, ich bin da. Feuerfreigabe oder warten? Sehr geil. so viel zum Thema Basis einnehmen. Wir haben den ersten Jet schon verloren. Feuerfrei. Wo war denn der? Feuerfrei. Aber Vorsicht!
Ja, hau die Penner weg. Irgendjemand down? Down. Ja, Medic! Ja, ich komm gleich, warte. Stirb jetzt. Aber wo kam der her? Da ist noch einer. Wir hatten es auch entdeckt. Nicht auf man kann auch als Nicht-Medic reviven, cool. Ja, dann blast die Perle weg, dann kämpfen wir uns eben einfach ganz asozial vor. Wo ist derjenige down? Der ist schon wieder am Leben. Ist irgendjemand verletzt? Weil dafür brauchen wir einen Medic. Du kannst auch reviven? Wofür bin ich denn da? Ich glaube zum... wir heilen, also. Ohne zum Medic. It's called help. So, alle heile. Jo. Dann würde ich sagen... Auf zum Notebook! Auf zum Notebook! Was? Let's play Call of Duty, oder was? Ey, jetzt müssen wir eine Predator auf dieses Ding da schicken. Ja, so, das wäre jetzt Call of Duty. Jeder Afghanistan-Einsatz nutzt grundsätzlich irgendwelche Raketen, die vom Himmel kommen, um irgendwelche Städte zu zerstören. Ja, aber schon wieder. Von wo? Keine Ahnung. Können wir die Mission bitte neu anfangen und bitte löscht die Aufnahme, ja? Das kommt alles ungeschnitten auf YouTube. Dann kommst du geschnitten auf YouTube. Ja, ungeschnitten auf YouTube. Ich bin übrigens auch tot, ne? Ja, dann können wir neu anfangen. Ich wär echt nicht vor. Mission accomplished. Gibt es noch jemand? Ja, wir beide sind noch. Kenox und ich sind noch. Aber wo kommen die scheiß Schüsse her? Ich call for help. Ich glaube, die kamen von Westen. Nee, von Westen. Von Osten, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, Osten. Was denn nun? Osten. Osten war hinter uns. So, ja, wir gut. Bisschen weiter unten. Runter, ja, genau, von der Basis, glaube ich, kamen die. Ist wohl die Penner herkommt. Keine Ahnung. Was ist mit dem anderen Typ? Was macht der gerade? Kenox, kriegst du mal hin? Ja, ich kann nur Kennex angucken, weil ich toll bin. Also muss oben rechts einstellen. Ja, das geht eben nicht. Wenn ich Picture Class blöde Kuh. Dann geht's mir auf Kennex. Ich hab den Videobeweis. Ich denk dran. Liegt da oben einer? Ja, ich lieg hier auf dem Berg. Ja, warte. Da liegt einer. Und zwar, was weiß ich, oben auf dem Berg liegt, glaube ich, irgendwo einer. Ja, der ist tot. Ey, der ist tot. Ja gut, dann... Der ist tot oder du bist tot? Auch, also ich bin ganz erschissenes. Das war aber nicht der erschossen hat, ne? Denk dran. Nee. Arlo has called for help. Ey, Admin. Da unten, ich sehe einer, an der Base läuft einer. An der Wand entlang. Zwei Stück. Ja, ohne Zoom zu schießen, das wird gut. Hast du ihn getroffen? Ja, zwei down. Sag mal, liegt das jetzt an der drei down. Zuschauersicht oder hast du aus der Hüfte rausgeschossen? Nein. Bei mir hat er angesiert. Okay. Also bei mir hat er aus der Hüfte geschossen. Nach meinem Video bist du halt so der King auf Rock'n'Roll. King of the Rock'n'Roll. Na. Ich denke, er stirbt trotzdem gleich. So ein dumpfes Gefühl hier. Wer hat gesagt, wir nehmen keine Smoke mit? Ja, sag ich doch. Ja. Die bringt bei denen nichts. Wenn wir wirklich im Bund wären, wäre so ziemlich jeder Einsatz der Armee ein Fail. So, wo war der? Ey, Admin, wir hier. Ich würde sagen, hier. Das ist die Aufnahme mal zu Ende, oder? Ja, kann nur besser werden, die nächste, ne? Kannst löschen und machen wir von vorne, okay?